Hallo zu einer neuen Folge mit der Tierfight Actifright 2 in 1. Wir machen heute überbackene Schweinefilet-Medaillons mit Kartoffelwürfeln und einer Kräutersahnesoße. Hier haben wir wieder die Zutaten vorbereitet, die dafür benötigt werden. Zuerst einmal habe ich 500 ml Milch und 200 ml Sahne vermengt. Das nach Belieben gewürzt. Ich habe in dem Fall einen Esslöffel Brühe reingetan. Salz, Pfeffer, Paprika und gefrorene Kräuter einfach vermischt. Dann haben wir Kartoffeln, mehlig kochende Kartoffeln, klein geschnitten und einen Würfel. Dazu geben wir die Kartoffeln in den Gabelbehälter. So. Und geben dazu das Sahne-Milch-Gemisch. So. Dann stellen wir die Gesamtzeit auf 40 Minuten. So. Drücke dann die 2-in-1-Taste bis zum Fleischsymbol, also einmal. Und drücke den Timer auf 10 Minuten, weil dann tun wir erst das Fleisch rein. Und los geht's. Jetzt rührt er erstmal eine Weile und dann schauen wir mal gleich, wie es weitergeht. So, die Fritteuse ist fertig und jetzt geht's weiter mit dem Fleisch. Also, für das Fleisch brauchen wir 500 Gramm Schweinefilet, was wir so ungefähr in 2 cm große Filetstücke geschnitten haben. Und das kommt jetzt, ein bisschen Dampf. So, und das kommt jetzt einfach mit da rein. So, der Deckel wieder zu. Und wir haben noch 10 Minuten auf dem Timer. Wir lassen das Fleisch jetzt 6 Minuten drin, dass es schon mal so ein bisschen angebraten wird. Und 4 Minuten vor Schluss tun wir dann die Tomaten und den Mozzarella da drauf. Ihr braucht da übrigens so 1 bis 2 Tomaten, je nach Größe. Und das bitte in dünne Scheiben schneiden, weil die Arbeitshöhe bei der Actifry ja sehr begrenzt ist. Und den Mozzarella auch nicht so dick schneiden. Da braucht man übrigens so ungefähr eine Kugel für. Okay, dann geht's jetzt erstmal weiter. So, da sind wir wieder. Die letzten Sekunden laufen. Gleich haben wir nur noch 4 Minuten auf der Uhr und werden die Fritteuse gleich durch Öffnen des Deckels anhalten. Und zwar genau jetzt. So, das Fleisch hat schon eine gute Garfarbe angenommen. Wir werden das jetzt einmal wenden und dann werden wir das schön mit Tomate und Mozzarella belegen. Und werden das die restlichen 4 Minuten laufen lassen. Und dann ist es auch schon fertig. Wie gesagt, wichtig hierbei ist, dass die Tomaten und der Mozzarella nicht so dick geschnitten ist, da man sonst, wenn das Fleisch sich gleich weiterdreht, leicht oben an die, an das Halsgebläse kommt und das dann hängen bleibt. So, und jetzt lassen wir es die restlichen 4 Minuten laufen und dann ist das Essen auch schon fertig. So, die letzten 4 Minuten sind abgelaufen, das Essen ist fertig. Und wir schauen einmal, das Fleisch sieht gut aus und wir schauen auch mal drunter nach den Kartoffeln. Ja, auch hier sieht es wunderbar aus. Man kann jetzt noch rein theoretisch
die Fritteuse nochmal anstellen, dass die Kartoffeln quasi noch einmal durchgerührt werden. Aber ich denke, das ist so schon okay. Das sieht gut aus. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen und wir würden uns über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Und das genaue Rezept mit den Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Bis bald!